In der Reihe Ausnahmegespräche begrüße ich jetzt keinen geringeren als Reinhold Bilgeri, Musiker, Filmemacher, aber auch Autor, Schriftsteller. Nicht zum ersten Mal, Reinhold Bilgeri, ein literarischer Text von Ihnen. Diesmal trägt der Text, das Buch, den Titel »Die Liebe im leisen Land«. Und ich kann mich erinnern, als wir uns das erste Mal getroffen haben, haben Sie mich gefragt, ist das vielleicht ein bisschen ein zu kitschiger Titel? Wie ist denn Ihr Verhältnis, und ich meinte nein, wie ist denn Ihr Verhältnis zum Kitsch? Was verstehen Sie denn unter Kitsch? Also ich habe da gar nicht so ein schlechtes Verhältnis dazu. Es ist für mich nicht ein denunzierender, was soll ich sagen, Ausdruck. Kitsch kann etwas, was die Natur uns manchmal vorführt und als Kitsch bezeichnet wird, das finde ich ist nicht regulär, das gehört sich so nicht. Die Natur ist die Natur. Und wenn ich einen wunderschönen Sonnenuntergang sehe und ein paar Lichtspiegelungen dazu, dann, und das fotografiere, sagt man, das ist Kitsch. Dann sage ich, nein, das ist die Realität. Und es gibt natürlich kitschige Sachen, wie eben vielleicht so einen Titel. Das ist eine Alliteration, die ich ganz bewusst verwendet habe. Aber das ist ein Motiv, das trotzdem stimmig sein kann. Das kann natürlich auch peinlich sein. Aber wenn der Kitsch ist sowieso eine subjektive ein subjektives Urteil. Sie haben einmal gesagt, dass eben Sie sind in sehr unterschiedlichen Kunstsparten tätig, haben da in sehr vielen Hinsichten sehr Großes gemacht in den letzten Jahrzehnten und waren in diversester Hinsicht erfolgreich. Sie haben aber bezogen auf die Literatur gesagt, dass das die genaueste Kunst sei für Ihr Empfinden und es sei eine Form der Archäologie der Seele. Genau. Das habe ich mir gemerkt. Und diese Archäologie der Seele wurde inwiefern in diesem Text geschürft? Also welchen Teil haben Sie denn sich vorgenommen in diesem Roman? Es ist nicht wirklich ein Vornehmen. Das nimmt man sich nicht wirklich vor. Irgendwie passiert es während des Schreibens. Wenn man in die Figur hineindringt, in die Figuren und bei mir ist vor allem der Tom der Hauptdarsteller, der sich verliebt hat und verheiratet ist mit seiner geliebten Frau Amy, derjenige, in dem ich geschürft habe. Und das ist sozusagen irgendwie wie ein alter Ego, muss ich ehrlich zugeben. Sehr viele Dinge sind aus meinen tiefsten Seelenlabyrinthen herausgefischt. Also meine Ängste, meine Unsicherheiten und alles, was in mir lodert an Wut, es steckt auch in dieser Figur drinnen. Also ich bin da ziemlich tief in meine Seele zurückgegangen, auch was die Frau anbelangt. Da spielt natürlich auch meine eigene Frau eine Rolle zum Beispiel. Ich bin ja selber ein verheirateter Mensch, der das Glück hatte, eine große Liebe zu finden. Und irgendwo ist es auch eine Blaupause für diese Geschichte gewesen. Nicht, dass ich jetzt verkünden will, Freunde, so geht die Liebe in der Ehe, überhaupt nicht. Mit allen Problemen und allen Verwerfungen, die es zwischen Menschen gibt, habe ich mir hineingegraben halt in eine Beziehung zwischen einer Frau, einer starken Frau, und einem Mann, der ins Wanken gerät, in der Mitte seines Lebens. Das ist eine Konstellation, die mich interessiert hat einfach. Das spielt ja nur für alle Zuseherinnen und Zuseher, die das Buch vielleicht noch nicht kennen. Es spielt in den USA, eben ein Paar mittleren Alters, gerät nicht zuletzt pandemiebedingt in die Krise. Mhm. Es spielt zu Zeiten von Donald Trump. Biden ist da noch nicht Gegenwart.
Was Sie haben gesagt, diese Hauptfigur oder eine der Hauptfiguren ist eben eine Art alter Ego, was Sie mit dieser Figur in jedem Fall teilen, wenn man weiß, wie Sie auch politisch immer wieder sich zu Wort äußern, zu Wort melden, ist die politische Einschätzung auch der Entwicklungen in Amerika. Sind Sie jetzt, also diese Hauptfigur ist sehr Donald Trump kritisch, sind Sie jetzt erleichtert, wenn Sie nach in die USA blicken? Aber sehr erleichtert, aber immer noch nicht in dem Stadium, in dem man sagen könnte, so, das ist jetzt geschafft. Geschafft ist nur, dass der Trump jetzt einmal aus unserem Blickfeld verschwunden ist. Er wird ja trotzdem nach wie vor schüren und seine nächsten Pläne versuchen umzusetzen. Was er gesät hat, das geht trotzdem auf. Was dort passiert, ist eine Abkehr von der Aufklärung. Man muss sich mal vorstellen, im Jahr 2016, im Wahlkampf, als Trump eingestiegen ist, da haben 99% eigentlich oder 98% der republikanischen Anwärter, Präsidentschaftskandidaten, sich als Kreationisten ausgewiesen. Auch der Vizepräsident, der damalige, unter Trump, der Mike Pence, ist ein Kreationist. Das heißt, das sind Menschen, die nicht an die Evolutionstheorie von Darwin glauben, sondern die glauben, dass der Schöpfergott vor 6000 Jahren die Menschen und die Saurier und alles miteinander erschaffen hat. Und sie wischen dann praktisch die Jahrhunderte der Aufklärung und die Erforschungsergebnisse der Wissenschaft vom Tisch, indem sie einfach ihre eigenen Universen erschaffen, ihre eigenen Universitäten gründen, indem sie diesen ganzen Schwachsinn erzählen. Und in einer derartigen Welt, die inzwischen mit der Flagge von QAnon überstrahlt wird, können natürlich Verschwörungstheorien und so weiter gedeihen, die haarsträubend sind. Und genau das ist die große Gefahr, die im Moment nach wie vor lauert in Amerika drüben. Man kann nur hoffen, dass der Biden durch die Initiativen, die er jetzt setzt in die Wirtschaft, an die verlorenen Amerikaner herankommt und ihnen im Geldbörsel ein bisschen was weiterschupfen kann. Das ist die einzige Chance, weil sie sind nicht mehr erreichbar mit rationalen Argumenten. 50% der Amerikaner sind nicht mehr erreichbar mit rationalen Argumenten. Das ist eine höllische Gefahr für die ganze Welt. Weil ich habe das Buch nicht geschrieben nur aus meiner Amerika-Affinität und weil ich mir so, weil man sich so verraten fühlt dann und eigentlich dieses Land liebt, sondern ich habe es auch geschrieben, weil ich als Europäer ja dauernd beeinflusst werde von Amerika. Das ist nach wie vor die Führungsmacht und unsere Schutzmacht. Das waren amerikanische Burschen, 18-, 19-Jährige, die aus Ohio und aus Kansas und aus Kalifornien, die für uns gekämpft haben, dass wir diesen Hitler losgeworden sind und so weiter. Und 800 Millionen Dollar Marshallplan-Hilfe, um unser Land wieder aufzubauen. Also diese und dann die geile Musik und die herrliche Kunst, die von drüben kam und so weiter. Das hat natürlich zu einer zum Teil sozialromantischen Form einer Affinität zu Amerika geführt. Ja, auch sozialromantisch, aber trotzdem eine Liebesbeziehung, die verdreckt worden ist, beschmutzt worden ist jetzt durch diese Trumpisten. Und das ist alles in diesem Buch auch drinnen, oder? Also das ist ja, sind so Suadas drinnen, so wütende, weil der Hauptdarsteller, die Hauptfigur, ist ja ein Journalist und der leidet besonders unter dieser beschmutzten Liebe. Wenn man bis zu dem Roman nicht gewusst hat, wie ihre politischen Standpunkte, Positionierungen sind, dann weiß man es nach der Lektüre dieses Textes jedenfalls einigermaßen präzise, nicht zuletzt bezogen auf Amerika. Reinhold Bilgeri, um noch einmal zurückzukommen, ein bisschen weg vom Politischen, das ja wichtig ist in diesem Text, aber es geht auch um andere Dinge.
Es spielt einerseits diese schon benamste Beziehung eine Rolle, die wir jetzt etwas skizziert haben von diesen zwei Menschen mittleren Alters. Aber im Herzen dieses Textes steckt noch eine ganz andere Liebesbeziehung von zwei älteren Menschen, die von der Pandemie ganz anders und viel härter getroffen werden als die zwei Figuren, die im Zentrum stehen und die ein sehr privilegiertes Leben leben und in gewisser Weise diese andere Geschichte, die im Herzen steckt, umarmen. Mhm. Welche Relevanz kommt denn für Sie dieser von mir so benamsten Herzgeschichte zu? Ist sie für Sie auch die Herzgeschichte dieses Textes? Absolut. Es ist für mich ganz wichtig, diese beiden alten Menschen, beide sind über 80 und es sind beides Highschool-Lehrer und beide unterrichten Literatur und Mathematik. Und es ist ein Liebespaar. Ein Liebespaar. Es ist auch ein bisschen, das sind auch ein bisschen meine Eltern zum Teil. Ein Liebespaar, das es geschafft hat, diesen Bogen bis zum Ende zu spannen, ohne große Brüche. Und diese Liebe ist dann so absolut, dass sie, nachdem sie beide Covid-19 infiziert sind, beschließen, auch gemeinsam in den Tod zu gehen. Und zwar in den freien Tod. Er schafft es, sie schafft es nicht, weil ihr am Schluss noch die Angst dazwischen kommt. Aber diese Liebe, diese Radikalität, die in dieser Liebe dort steckt und die große Liebe zur Literatur, die sind ja in einer Bücherburg eingemauert praktisch und dabei glücklich, die haben mich wahnsinnig berührt. Ich kenne so ein Paar. Es waren nicht nur meine Eltern ähnlich, sondern ich kenne solche Leute, die es geschafft haben, diese Liebe so reinzuhalten bis ans Ende. Reinhold Bilger, wir nähern uns leider dem Ende unserer Zeit. Noch zwei Fragen, die miteinander unmittelbar verwoben oder miteinander verbunden sind. Es geht in diesem Roman einerseits um die sehr grundlegende Frage, was bedeutet ein geglücktes Leben zu führen? Was bedeutet es, ein geglücktes Leben zu führen? Und es geht auch sehr stark um Unglück, das eben vom Glück nicht zu trennen ist. Und meine abschließende Frage wäre, was bedeutete für Sie das größte Glück? Beziehungsweise, was hieße für Sie das größte Unglück? Es gibt, also in meinem Leben zumindest, gibt es so ein ziemlich hohes grundsätzliches Glückslevel, weil ich gefunden habe in meinem Privatleben, was ich mir ersehnte, nämlich die Frau, die ich liebe und ein Kind dazu, meine Tochter, die ich über alles liebe, eine funktionierende Familie, ist das Wichtigste und der größte Kraftquelle, den man sich vorstellen kann. Und ich habe das Glück gehabt, das, was ich an Begabungen habe, wirklich umsetzen zu dürfen. Also ich bin eine große Flasche in Mathematik und in vielen anderen Dingen wirklich, also lächerlich unbegabt. Aber die Literatur, die Sprache, der Film, Fotografie, das Umgehen mit Schauspielern und so weiter, Musik, das sind meine drei Äcker, die ich bepflügen darf. Und es ist ein großes Glück, dass das auch gelungen ist, weil es könnte auch sein, dass man dabei unter der Brücke landet. Ich habe viele Entscheidungen getroffen in meinem Künstlerleben, die höchst gefährlich waren und existenzgefährdend waren. Ich habe mein ganzes Haus verpfändet für den ersten großen Film, den ich gemacht habe. Und wenn der ein Misserfolg gewesen wäre, wäre ich untergegangen. Aber diese Radikalität, die hat sich durch mein ganzes Leben durchgezogen. Das ist so eine gewisse Rambo-mäßige Vorlage. Auch ich habe den Rambo auch so geliebt wie die Hauptfigur hier. Nämlich so eine gewisse Verrücktheit, eine wütende Abenteuerlust und nicht die Sicherheit suchen, sondern die Unwägbarkeit, das Abenteuer suchen. Auch das steckt alles in der Hauptfigur hier drin. Und dass das gut ausgegangen ist bis jetzt. Irgendwann sterbe ich natürlich, ist klar. Aber bisher hat sich das so gut ergeben, dass ich sagen kann, das ist
ich bin gesegnet von Glück. Ich bin wirklich ein Gesegneter. Das größte Unglück wäre, wenn mein Kind oder meine Frau nicht mehr da wären. Ich würde eingehen wie eine Pflanze ohne Wasser. Vielen Dank, Reinhold Bilgeri, für den Besuch in unserer Reihe. Und wie gesagt, Die Liebe im leisen Land ist im Amaldea Verlag erschienen. Es sei gelesen und schön, dass Sie da waren. Danke vielmals.